Die Corona-Pandemie ist eine Katastrophe für die Berliner Wirtschaft. Nach einer Dekade des Wachstums trifft uns der Lockdown ins Mark. Eben noch auf der Überholspur folgt nun die Vollbremsung. Viele Unternehmen waren gezwungen, ihren Betrieb einzustellen. Der Staat hat deshalb schnell gehandelt. Der Berliner Senat ist in Vorleistung gegangen. Hier konnten Bundes- und Landesmittel komplementär beantragt werden. Oberste Maxime war schnell und unbürokratisch. Das war auch unser Credo. Deshalb haben wir uns für einen digitalen Antrag entschieden. Normalerweise werden bei der EBB im Jahr vielleicht ein paar tausend Anträge gestellt. Dank unserer Bemühungen in den Vorjahren und den erarbeiteten digitalen Lösungen war es uns überhaupt erst möglich, Antragstellung und Auszahlung in weniger als einer Woche auf die Beine zu stellen. Klar gab es da auch Startschwierigkeiten, wie beispielsweise unsere lange Warteschlange, die vielen Kunden nicht unbedingt gefallen hat. Stellenweise haben wir uns Tag und Nacht um die Ohren geschlagen, um alles am Laufen zu halten. Aber wir haben es geschafft. Innerhalb von einer Woche haben wir über 160.000 gestellte Anträge zu großen Teilen bearbeitet und in kürzester Zeit mehr als 1,3 Milliarden Euro zur Auszahlung gebracht. Damit haben wir einen großen Teil zur Rettung der Berliner Wirtschaft geleistet. Das war den Aufwand doch allemal wert. Berlin erhält internationale Anerkennung für die Art, wie die Soforthilfen beantragt und bewilligt wurden. Darüber berichtete die New York Times. Zeitungen in Italien, in der Türkei, Brasilien und in Frankreich. Dazu gab es auch TV-Berichterstattung in den Niederlanden, Südkorea und auch in Japan. Das Motto war oft Learn from the Germans, learn from Berlin. Natürlich gibt es auch Trittbrettfahrer. Cybercrime kennen wir jetzt nicht nur aus Filmen, sondern war auch bei uns Realität. Aber auch diese Attacken haben wir erfolgreich abgewehrt. Wir hatten mit vielen Anträgen bei Beginn der Antragstellung gerechnet. Dass sich aber gleich 75.000 Interessenten in der ersten Stunde eintragen und dies dann auch in der Nacht und in den Folgetagen so weiterging, war natürlich für unsere Technik eine Riesenherausforderung. Ad hoc mussten wir einen 24-Stunden-Betrieb gewährleisten, da leider auch Cyberkriminelle versuchten, an Daten zu kommen oder den Ablauf zu stören. Gemeinsam haben wir Massenaufrufe zur Blockierung unserer Webseite abgewehrt. Selbst das Aufsetzen von täuschend echten Fake-Seiten unseres IBB-Auftrittes und der Versuch, Phishing-Mails unter unserem Namen zu versenden, konnten wir erfolgreich verhindern. Die Zusammenarbeit mit anderen Stellen des Landes, wie dem Finanzamt, Landeskriminalamt, Staatsanwaltschaft, funktionierte sehr gut und war sehr erfolgreich. Eine Antragstellerin ist mir bei den zahlreichen Anrufern besonders im Kopf geblieben. Es war der Fall einer türkischstämmigen Friseurin, deren Deutschkenntnisse nicht so gut waren. Als sie meinen Namen gehört hat, war sie gleich erleichtert und hat mich auf Türkisch angesprochen. Sie hatte Existenzängste und dachte, ihr Vermieter würde sie rauswerfen. Ich habe sie dann Schritt für Schritt durch die Antragstellung geführt. Sie hat sich so gefreut und war so glücklich, dass ich selbst zu Tränen gerührt war. Man merkt am Telefon ja, wie sehr die aktuelle Situation die Menschen belastet. Leider bekommen wir bei der Telefonzentrale auch viel Frust und negative Emotionen zu spüren. Daher freut es uns umso mehr, wenn man die Hoffnung bei den Menschen spürt, denen wir helfen konnten. Und so ein Dankeschön macht einen persönlich auch sehr glücklich. Leistung für Berlin ist unsere Vision. Nie zuvor haben die Kolleginnen und Kollegen dieses Motto so sehr gelebt wie in diesen Zeiten. Die Corona-Pandemie bringt uns an die Grenze, manchmal auch darüber hinaus. Was uns antreibt, ist aber die Überzeugung, was Wichtiges für Berlin zu leisten. Wir fördern, was Berlin am Laufen hält.